Eine Bank. Oh. This place isn't in great shape. Ja, ich glaube, mit Sitzen ist nicht mehr. Kann ich einmal hier lang gehen? Mal gucken, ob da hinten was ist. Nee. Geht nicht. Da komme ich auch nicht lang. Hier kann ich gerade nicht reden, aber die Karte können wir uns mal angucken. Maybe we'll find something down there. We'll have to go through the cafe to get to the stairs. You're just looking for Mr. Honeybars. Always. Honeyriegel. Ugh, ich hasse Honig. Aber oh, wie schmeckt das hier? Baklava schmeckt ja auch sehr gut. Das ist ja auch mit Honig. Können wir das Teilstück nehmen? So als Waffe für Pete? Ich habe nicht das Gefühl, dass Pete irgendeine Verteidigungsoption hat, oder? Hat er irgendwas bei sich? Ah, doch. Ein Messer. Okay, dann braucht er das doch nicht. Naja, danke schön. Auch an dich. Guck die Tür mal an. Ich hoffe, sie ist offen. Und nicht abgeschlossen. Ja, sie ist abgeschlossen. If one of us can get our hand through here, maybe we can unlock it. Ich soll meine Hand da reinstecken? Oh, die Stange. Die Stange ist deutlich besser. Ich stecke nicht meine Hand da rein. Oh, ich. Nice. Ich hätte mir denken können, wo die Stange war. Das war blöd. Ein Vogel. Oh, eine Ente. Eine Ente, kein Vogel. Aber ich sehe nichts. I don't see anything. Das ist aber nicht, dass da nicht was ist. Ja. The question is, which one of us wants to reach in there to open it? Ach komm. One of us has to do it, right? Ich habe Plot Armor. Ich bin Michonne, really? Also mache ich das. I'm sure we'd hear something if anything was on the other side. Ja, ja, red dir das mal ein. Ich habe immer noch Plot Armor, also. Here goes nothing. Hoffen wir mal. Ich bin vorsichtig, soweit es geht. Bitte fass mich nicht an, was auch immer da ist. Eine ekelhafte Spinne oder so. Ah. Oh. Lass mich raten, da ist jetzt ein Zombie in der Nähe. Da ist ein Zombie. Der ist daran gebunden. Need some help, Pete. Ready when you are. Ja, wahrscheinlich wieder cool, oder? Ja, absolut wieder cool. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hoffe, der ist schon tot und wacht mich auf, wenn wir das machen. Wir schieben ihn weg. Come on. Bitte sei tot. Oh, ich hab Angst. Ich will nicht plötzlich gebissen werden oder so. Ich meine, das passiert sowieso nicht, aber Pete. Der arme Pete. Wir können nicht Pete verlieren. What happened here? Was denn? Ich meine, es sieht runtergekommen aus wie alles andere. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, die Leute sind. Da ist nicht nur eine Person festgebunden, sondern zwei. These aren't your friends. Nein. No, no. Aber wer die da angeboten hat, das waren keine guten Leute. Wonder what happened to them. Schusswunde. Die wurden festgebunden und dann in den Kopf geschossen. Their wrists are zip tied. They couldn't fight back. Das war einfach Mord. Whoever did this made sure they wouldn't come back. These people hadn't turned. They were executed. Jesus. Wieso? Holy shit. Was? Don't leave us here. We want to come with you. We have to stay here. I'll be back soon. Holly, when are you coming back? This photo. These are their kids. Vanessa and Rashid were here. If they left this behind... Michonne. You okay? You've got that look. Same look you had when... Ich glaube, wir sollten ehrlich sein. Haven't seen it in a while. I can't deal with this. Not right now. Yeah. I understand. Tut mir leid. Wir versuchen nur ehrlich zu sein. Geht's?
They wouldn't have left this on purpose. But I gotta hope they're still alive. That they made it off this thing. Aber wer auch immer uns gerufen hat, die Leichen sind ja alt. Die Person ist noch hier. Und vielleicht ist sie keiner von den Guten. Oh Gott, wir müssen gehen. Oh mein Gott, da sind noch mehr Leichen. Was ist denn hier passiert? Was soll das? Da hinten sind noch mehr. Oh mein Gott, was? Was ist denn hier passiert? Ja, aber wer auch immer da drin ist, ist absolut nicht freundlich. Das ist doch nicht normal. Was? Was hat, warum? Mein Gott. Ja, erlöse ihn bitte einfach. Stand back. Das ist sehr viel erbarmungsvoller, als da dran hängen zu bleiben. Oh, kann ich nicht. Ah, ich wollte eigentlich nur. Ich wollte mich noch umsehen, aber ich wollte dein. Da nicht die ganze Zeit hören, wenn ich das mache. Aber jetzt habe ich wohl keine Wahl, als die Türen aufzumachen. Poor bastard. Das war vor allem der Captain. Was ist denn hier vorgefallen? What we saw up there. The execution of those people. Was done to that poor man. Who the fuck could have done that? Ja, das will ich aber auch wissen. It wasn't war. It wasn't even self-defense. Die Welt macht uns zu Monstern. Nee, Monster gab es schon vorher. Suchen wir weiter. Oh, ich habe aber nichts gesehen. I just can't believe someone would do this. Ich wüsste auch nicht, was der Grund dafür wäre. Wenn Verteidigung oder so, dann gab es keinen Grund dafür, sie aufzuhängen oder sowas. Oh, ich darf wirklich nicht nochmal gucken. Jetzt langsam die Tür öffnen. What do you see? Oh, da ist eine Tasche. Hier ist auf jeden Fall noch jemand. It's a duffel bag. Looks like it's in good shape. Any sign of people? Bleib wachsam. Looks quiet. But keep your guard up. My guard's always up. Thanks. Ich traue der Sache gar nicht. Irgendwo sind bestimmt diese Frauen. Das ist ein Hinterhalt oder sowas. Oh! Someone scavenged everything else but left this. Habt ihr es gesehen? Makes no sense. Da waren die Pfirsiche. No, but damn. Die Clementine really auch mal hatte. Da, da sind die Pfirsiche. Wo alle gesagt haben, dass es aussieht wie Clementine. Oh my God. Mary Lily's peaches and beans. God, I used to have these three times a day. Breakfast, lunch and dinner. Drove my mom crazy. Ich meine, Pfirsiche aus der Dose sind noch einfach, die sind einfach geil. Also, muss man ganz ehrlich sagen, die haben ein ganz anderes Gefühl. Die schmecken so viel besser. Ich muss mir mal wieder Pfirsiche aus der Dose holen. Bunch of medicine. Where'd all this stuff come from? Also ich glaube immer noch, dass die Tasche hier wahrscheinlich eine Falle ist. Das ist nicht, das kann nicht, das kann nicht richtig sein. Don't show those to Berto. We finally just got him to quit. We should see what else we can find. Aber irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Anything? Empty. Oh, schade. Logan hat uns enttäuscht. Moment, das ist auch nochmal Logan. Gibt es zweimal Logan? Das ist doch auch Logan. Hm. Und Briefe, die hier rangeklemmt sind, wo nichts draufsteht. Hier durch die Tür gehen wir noch nicht. Ein Verkaufsautomat. Vielleicht ist da noch was drin, was man aufbrechen kann, aber ich denke mal nicht. This thing's probably been empty for years. Ja. But who knows?
Ich denke nicht, dass da was drin sein wird. You think candy bars are just gonna magically pour out of there? Hey, ich habe Hoffnung. Hey, never hurts to try. Echt? Lass mich doch die Hoffnung haben, okay? Ich hab nur mal Hooker. Oh, was ist das? Ein Fruchtgetränk. Kann ich untersuchen? Wonder if it's still any good. Bananen. Kann ich es einpacken? In Sporttasche geben? Never know when you're gonna find another one of these. Ja, ich denke nicht, dass es noch gut sein wird. Wenn es ein Milchbananengetränk ist, dann kannst du das vergessen. Ich meine, da stand ja Fruchtgetränk, aber Säfte halten sich bestimmt auch nicht jahrelang. Oh, untersuchen, was ist das? Bandagen? Oh, mit Regenbogen. Ja, die sind putzig. Nehmen wir mit. Okay, wir müssen ganz außen rumgehen, um das in die Sporttasche zu tun. Ich habe was anderes angefasst. Bonbons? I haven't had one of those in years. Bonbons! Who said I was gonna share? Ey. Kannst Pete auch einen abgeben? Aber nur einen. Ey, aber meine Bandagen habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Ist da ein Zombie drin? Aber irgendein Geräusch würde das ja machen, wenn es ein Zombie wäre. Wir reden, wir fragen erstmal. Whoever's in there, come on out. Okay. Oh, shit. Back up. Ach, ich hätte reinstechen sollen, aber ich wusste nicht, ob es vielleicht jemand Gutes ist. Back up. Nichts. Who the hell are you people? Who are you? Look, kid, just tell me now. Careful. Wir stellen uns vor. Na los. And that's Pete. We're just passing through. Yeah, sure you are. Sag doch, dass wir Mobjack gehört haben. That bag belongs to us. So step aside, all right? Sag doch, dass wir sie gehört haben. Die ist doch offensichtlich einfach nur verängstigt. Die zittert. I don't want to do this, but we need that stuff. So just back up. We get it, okay? Some of our stuff is in there. Let us take it and not gonna happen. Wo kommen die denn jetzt alle her? Oh, die sind bestimmt durch dieses komische Fenster reingekommen. Nimm die Tasche und lauf! Okay, nein. Oh mein Gott, okay, wir müssen kämpfen. Ich denke, Slow Motion mit Michonne. Oh mein Gott, und mehrere Reihenfolgen. Ich darf auf. Ah! Aus dem Weg, okay. Ich will nichts Falsches drücken. Ab mit deinem Kopf! Ja, hilf ihm! Also, ihr könnt wirklich froh sein, dass wir angekommen sind, weil die Zombies wären so oder so hier reingekommen. Da bin ich mir sicher. Irgendwann ja. Oh nein. Ich hab Flashbacks zu der Scheune. Ah, ich will nicht. Ah, danke, Pete. Oh, jetzt müssen wir so stinken. Wir sind voll mit Blut. Die Tasche. Wir holen uns die Tasche. Na los. Einmal bin ich nicht freundlich. Das sehe ich gar nicht ein. Ich habe dir gesagt, ich will nur meine Sachen rausholen. Hey, stay put. Wer ist das denn jetzt? Randall! Shit! Randall? Oh, der sieht schon so aus. Was denn für Diebe? Ich hoffe, du meinst die anderen beiden. You. Man, you gotta be kidding me. And you've got help this time. Ey, wir sind gerade angekommen. Lass mich in Ruhe. Interesting. Wir gehören nicht zusammen. We're not with her. What? We didn't have anything to do. Warum sagst du what? Du hast uns gerade bedroht. Ich sag doch nicht, wir sind dein Gruppenfreund. Damn. Yeah. Trotzdem noch am Kauen, obwohl der Kopf abgetrennt ist. I know Sam here didn't do all this.
Get them all onto the boat. Ach, ernsthaft? Be careful. These new ones aren't fucking around. We'll take them to Norma. Wir haben doch gar nichts damit zu tun. They try anything. Shoot them. Was ein Penner. Oh, dafür werden wir uns rächen. Ich werde ihn irgendwann erschießen. Es ist Frechheit. Ich lasse mich nicht so behandeln. Mann.